Ihr lieben Menschen, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder vielleicht erstmal angeguckt, ich weiß es noch nicht so richtig, Deep Rock Galactic Survivor, Danger, Darkness, Swarvis heißt es. Und das ist ein kleiner Ableger von Deep Rock Galactic, na, wo du mit 4 Zwergen im Koop so durch Minen rast und Ressourcen abbaust. Und wie gesagt, das ist so ein kleiner Ableger. Ich habe mir ganz kurz die Demo angeschaut bei anderen YouTubern und fand das hervorragend. Und das Spiel beschreibt sich wie folgt. Deep Rock Galactic Survivor ist ein Survival-ähnlicher Einzelspieler-Autoshooter. Setzt das Arsenal von Deep Rock Galactic ein, bekämpft Alienhorden, schürft nach Reichtümern und schaltet Upgrades frei. Ein Zwerg gegen den gesamten Planeten Hoxes. Jawohl. Und das ist sowas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so etwas wie Vampire Survivor, ne? Und die Steam-Rezensionen sind fast, ich sag mal so 99% durchweg sehr positiv. Und da will ich mir das natürlich nicht nehmen lassen, gerade weil es im Angebot ist für 8,99 €, glaube ich. Und wir gucken uns das auf jeden Fall an. Ich weiß noch nicht, wie sich's steuert. Ich habe nämlich nur Maus und Tastatur. Und wir gehen rein. Und zwar in die Kristallkavernen. Bitteschön, da gehen wir direkt rein. Crystalline Caverns, my favorite. Jawohl, mache ich. Schließe die Expedition ab, verbessere Deep Core GK2 auf Level 12, okay, und sammle 200 Gold. Gefahr. Ich kann hier auch nichts anderes einstellen, von wegen Schwierigkeitsgrad oder so, gar nicht geht. Deswegen ist mir das wohl. Jawohl. Der flinkste aller Zwerge, der Scout, verlässt sich auf Fernwaffen und erhöhte Beweglichkeit, um die Gefahren von Hoaxes 4 schneller zu erkunden und ebenso schnell von ihnen zu entkommen. Maximale Lebenspunkte 120, Ausweischance 5, Ausweis, also der hat auch einen Ausweis dabei, eine Chance von 5%, kritische Chance 5% und kritischer Schaden 200%, das klingt gut, wir können sowieso erstmal keinen anderen wählen, deswegen nehmen wir ihn hier. Huch. It's gonna be Hazard 1 for me. Jawohl, bitteschön. So, was haben wir denn hier? Klassisch, 10% Bewegungsgeschwindigkeit dazu oder und 20 maximale Lebenspunkte dazu, 20%. Oder wir gehen Deepcore GK2. Ach, das ist das. Okay, mehr kann ich gar nicht machen. Und ich kann noch gar nichts anderes wählen. Ich würde sagen, hauen wir rein. Scout Classic for me. Find and eliminate the Dreadnought. Remember, alles klar. You're on your own this time. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier machen soll. Aber es geht alles von alleine. Also WASD-Steuerung, mehr ist es nicht. Okay, kann ich noch irgendwas machen? Holla die Waldfee, das ging schnell. Schnelle Hände. Also jetzt kann ich mir die Bonis aussuchen. Nachladegeschwindigkeit, 15% Schaden dazu oder 10 maximale Lebenspunkte. Wir können auch alles tauschen, wenn wir Bock haben, wenn wir das jetzt nicht so toll finden. Aber ich würde sagen, größere Zahnräder, 15% Schaden. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Machen wir. So, und wir kriegen Verbesserung dadurch, dass wir diese kleinen Ömmelchen hier sammeln, oder? Und Ressourcen sammeln wir, um nachher im Endeffekt im, ich sag mal so, im Hub Dinge upgraden zu können, die dann dauerhaft unsere sind. So, wir haben hier das Zeug. Cool, das bauen wir ab. Und unsere kleine Drohne da hinten, die schießt anscheinend auch noch irgendwie mit. Okay, jetzt wird's eng. Levelaufstieg, wunderbar. Oh, okay. Extra Rationen. Plus 35 maximale Lebenspunkte. Alles klar. Dann haben wir gewöhnlich und gewöhnlich plus 10% Schaden. Ich würde mal ein bisschen, ehrlich gesagt, auf die Lebenspunkte gehen. Da unten können wir dann später anscheinend Waffen aussuchen. Ah, okay. Alles klar. Rein hier. Bitte. Finde den Versorgungsmarker. Ach, da hinten. Und hier gibt es irgendwas zum Einsammeln für mich? Okay. Also ich kann mir echt schon geil vorstellen, wenn das hier richtig abgeht mit diesen richtigen fetten Waffen. So, was mache ich jetzt hier? Locke den Eliten an. Nein, ich will den Eliten gar nicht anlocken. Was ist denn mit mir? Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Nichts machen? UE kann ich auch nichts machen? Nö. Na. Die Dinger kann man wahrscheinlich... Schwarm im Anmarsch. Nein, mach doch sowas nicht. Ich will keinen Schwarm. Ich. Hallo? Oje. Plus 10% Feuerrate. Bewegungsgeschwindigkeit. Nee, wir müssen ein bisschen hier hochgehen, ne? Auf die Feuerrate, glaube ich. Ja. Jetzt kriegen wir auf den Sack, glaube ich, Leute. Jetzt ist das schon vorbei. Schieß doch, Junge, schieß doch.
Ich will neue Waffen. Bitte neue Waffen für mich. Also das ist auf jeden Fall nicht so einfach. Ne? Also, dass man hier am Anfang gleich einen Haufen geile Waffen kriegt oder so. Nee. So ist das wohl nicht hier. Wir sammeln erstmal den ganzen Käse ein von den Jungs, die wir hier abgeschlachtet haben. Und das Spiel hat eine Bewertung von ab 16, ne? Oh, Gott sei Dank. So, schnellfeuernde Waffe, welche in vier Richtungen schießt, klingt schon mal richtig geil. Schrotflinte für den Nahbereich, auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir machen die Sukhov Nuke 17. Leicht, genau, kinetisch. Kinetisch? Ach komm, wir testen. Ja, au, au, au. Komm, wir müssen die Dinger hier einsammeln, das ist alles nichts. Hey, geil. Kann man die Dinger hier nicht einsammeln? Ach, hier könnte ich... Ach, die könnte ich jetzt... Also mit rechter Maustaste. Ich habe jetzt aus Versehen mal rechte Maustaste gedrückt. Keine Ahnung, was hier passiert. Ach, der kann man auch wechseln. Okay. Also hier unten gehe ich von aus, ne? Warte nach, Junge. Ja. Bitte. Töte den Eliten. Muss... 3 Rüstung, 15% Feuerrate oder Aufnahmereichweite. Ist auch geil, ne? Aber wir müssen ein bisschen auf Feuerrate gehen, das nützt alles nichts. Damit wir uns hier ein bisschen durchmanschen können. Komm, lade, Junge. Oh, hier ist der Elite-Typ, ne? Der Elite-Mann. Oder der. Hallo. Wieder. Ich bin mal überlegen, ob ich mir irgendwann mal so einen Controller zulege, ne? Aber welchen nimmt man da, ne? Junge, lade mal. Hey, was seid denn ihr für hässliche Dinger? Geht weg. Okay. Gibt's ja auch einen Timer, der hier abläuft? Nee, ne? Oh, ja. Ich hab's gemerkt. So, die Dinger explodieren doch, glaube ich, ne? Oh, oh. Eieieiei. Nein, ich muss hier irgendwie durch. Boah. Bewegungsgeschwindigkeit. Nachladegeschwindigkeit. Das finde ich ja schon mal geil. Bolzen lockern. Aber das ist die andere Waffe, ne? Einfach mal durchmetzeln hier. Aliens werden stärker. Warum? Oh, scheiße. Siehst du mal. Und schon war was. Guck da mal die Massen an. Nee. Oh mein Gott. Aber ich habe ein bisschen was dazu bekommen. So, Säure, Feuer, kinetisch, alles klar. Schauen wir mal. Jetzt geht's halt wieder von vorne los, oder? Biom, ich habe so einen Punkt bekommen. Kann ich hier irgendwas anderes noch machen? Warte mal, kann man hier nicht Verbesserung? Da. So, was habe ich denn? 353? Erhöht deinen Schaden. Das kostet 500. Das ist auch 500, also kann ich ja hier noch gar nicht machen, ne? Das kostet alles mindestens 500. Ohohoho. Ja, dann. Alles klar. Ja. Einfach immer weiter, bis man so viele Verbesserungen hat, ne? Bis man so viele Verbesserungen hat, dass man hier locker durchkommt. So, pass auf, da hinten ist irgendwas. Ich weiß gar nicht, wo der drauf schießt. So, ich hole mal diese rote Glump hier. Ah, das bringt also auch diese Teile zum Verbessern. Nur halt ein bisschen mehr. Levelaufstieg, danke. Kritischer Schaden. Nachladegeschwindigkeit von dieser Knarre. Ja, ich würde sagen, das machen wir. Ja, braucht echt lange zum Anfang, ne? Ja, die Spiele wären dann erst richtig geil, wenn du dann richtig geile Wummen hast, ne? Dann fängt es an, Spaß zu machen. Aber am Anfang ist es wirklich alles noch ein bisschen... Naja. Ihr wisst, was ich meine. Das war ja beim Vampire Survivors auch nicht anders. Okay. Ungewöhnlich. Bewegungsgeschwindigkeit, gewöhnlich. Kritische Chance, Nachladegeschwindigkeit. Oh, Leute. Haut doch ab. Auf jeden Fall auch mehr Schaden, ne? Mehr Schaden, mehr Nachladegeschwindigkeit. Komm, lade. Es ist echt... Oh, das ist ja wirklich... Wir gehen einfach mal durch. Okay, was haben wir hier? Nachladegeschwindigkeit nochmal. Feuerrad ist geil. Nehmen wir definitiv mit.
am Schieß. Wir müssen uns diese Dinger hier schnappen. So, da unten habt ihr ja die Leiste ganz unten im Bild. Da seht ihr den Status von dem möglichen Updates. Was ist Schwarm im Anmarsch? Nee, bitte nicht. Warum machst du das? Wühl mich mal hier durch. Oh oh. Okay. Neue Waffe, Schrotflinte. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Ach, die kommt zusätzlich. Okay. Alles klar. Sehr gut. Oh, shit. Oh, ich brauche unbedingt mehr Nachladegeschwindigkeit. Das nützt nichts. Das hier für ein grünes Zeug, das nehme ich auch mit. Dankeschön. Oh oh. Ich habe schon wieder zu viele Freunde. Aber ich brauche das Zeug hier. Nein. Bist du für einen? Dankeschön. 10% Feuerrate, definitiv, oder? Verbessert Widerstand gegen jegliche Schaden. Nee, wir brauchen mehr Feuerrate. Wir brauchen einfach mehr Wumms. Wumms ist immer cool. Hier, schau mal, hier liegt dann auf dem Zeug rum. Oh. Yeah, Mann. Ich haben. Juhu. So, was haben wir hier? Nachladegeschwindigkeit, ja. Kritischer Schaden plus 10%. Ah, ich glaube, das reicht mir noch nicht ganz, ne? Wir brauchen Nachladegeschwindigkeit. Wir müssen einfach mehr Schaden machen. Wow. Ohohoho. Was bist denn du für ein Hässli? Rüstung ist gut. Nochmal Nachladegeschwindigkeit, 3%. Das klingt erstmal sehr, sehr wenig, ne? Aber ich nehme 6. Ich nehme mal die Rüstung. Lade doch, Kala, du schieße doch, du Hund. Hier, hier. Nehmen wir mal den ganzen Bums hier mit. Ah, dieses grüne, hässliche Ding will ich haben. Oh, ihr müsst dich doch definitiv schon wieder irgendwo durchbuddeln, dass du hier wegkommst. Okay. Sehr gut. Bewegungsgeschwindigkeit, Nachladegeschwindigkeit. Komm, 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 komm. Ihr hässlichen. Ah, oh. Auch irgendwo. Oh, hier. Sehr gut. So, 6%. Aufnahmereichweite ist auch interessant, ne? 15% Schaden. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz geile Sache. Und die... Warum werdet ihr stärker? Lasst mich in Ruhe. Wo, wie, was, wo? Wo ist er? Da hinten. Oh, nix weg, ja. Nix weg. Oh, oh. Verdammt. Kann ich hier schon direkt rein, oder? Ja. Oh ja. Oh Gott sei Dank. Okay. Laden. Okay, was haben wir hier? 20% Statuseffektschaden. Also das kann ich jetzt einfach so kaufen. Ich habe 40. Die kann ich noch nicht. Die kann ich mir nicht leisten. Okay, ich habe 40 von denen. Nachladegeschwindigkeit. Das ist das, was wir dann, glaube ich, permanent haben. Ne? Lässt dich glauben, deine Waffe sei nun deutlich hübscher. Erhöht das Laffenwevel. Waffenlevel um 2. Ich habe heute schon wieder einen kaputten Kopf. Und wir haben... Erhöht Schaden über Zeit von Säure, Elektron, Feuereffekten. Du, pass auf, wir machen Nachladegeschwindigkeit. Ich glaube, das ist cool. Mehr kann ich mir nicht leisten. Aber so ist das Prinzip, ne? So ist das Prinzip. Okay, weiter geht's. Ja, ja, ich komme, ich komme. Wir werden hier gleich erstmal ein bisschen was abbauen. Durch, durch, durch. So, wir müssen weiter suchen. Irgendwas zum Abbauen. Boah, das ist ja auch mal alles. Naja. Komm, zieh durch, Junge.
Da warten schon die nächsten. Die nächsten kleinen Räuber. Oh, 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 oh. Das ist doch schon wieder so ein Boss-Typ. Oh, oh. A swarm is heading your way. Load up. Ein Schwarm im Anmarsch, was du nicht sagst. Echt jetzt? Ja, da. Naja, die sind ja easy. So, kriegen wir das hier durch? Supplies blocked. Get the landing zone cleared. Finde den Versorgungsmarker. Oh, 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 oh. Verdammt. Hier hinten. Das hier, oder was? Okay. Was man mit diesem Ding macht, weiß ich im Moment noch nicht so richtig. Ja, Digga, komm, stirb. Ja. Oh, legendär. 50% Nachladegeschwindigkeit. Oh. Das ist natürlich geil. Ja, genau. Dann passiert sowas. Wir ömmeln uns hier durch. Weil die Dinger brauchen wir zum Upgraden. Ihr habt es ja gesehen. So, kriegen wir das hier hin? Du sollst in die andere Richtung schießen, du Erbse. Komm, 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 komm. Levelaufstieg. Sehr gut. Maximale Lebenspunkte bringt uns gar nichts hier. Episch. Aufnahmereichweite ist, glaube ich, ganz, ganz cool. Okay. Wir müssen uns hier irgendwo durchreißen. Ein Schwarm ist im Anmarsch, was du nicht sagst. So, okay. Kann ich hier irgendwo durchbrechen? Scheiße. Oh, wow, 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 wow. Verdammt. Hier geht's ab, Leute. Ah, scheiße. Nein. Aber na gut, das ist, ne, der Weg ist das Ziel. Was haben wir hier? Ah ja, sekundäre Ziele freigeschaltet. Okay. Was haben wir denn? Speerrang. Okay, hier gibt es auch Ränge. Alles klar. Ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Deep Rock Galactic Survivor. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. Füttert den Algorithmus auf YouTube. Und das macht jetzt erstmal Spaß. Und ich glaube, das macht noch mehr Spaß, wenn wir erst die richtigen geilen Waffen haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.